Ralf Brinkhaus ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte die nächsten Minuten nutzen, um einige Irrtümer auszuräumen, einige kritische Anmerkungen zu machen und insbesondere um über das parlamentarische Verfahren zu sprechen. Denn, meine Damen und Herren, es ist ein parlamentarisches Verfahren mit erster Lesung, mit Anhörung, mit Ausschussberatung und mit einer zweiten und dritten Lesung und an die Adresse des Bundesrates geht. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist kein Verfassungsorgan. Gesetze werden, meine Damen und Herren, immer noch im Deutschen Bundestag gemacht und nicht in irgendwelchen Nachtsitzungen von irgendwelchen Ministerpräsidenten. Und das ist auch völlig egal, ob da 16:0 oder 15:1 entschieden wird. Gesetze werden hier gemacht, und das schreiben Sie sich bitte ins Gebetbuch. Herr Kollege Brinkhaus, darf die Kollegin Hasselmann eine Zwischenfrage stellen? Bitte? Darf die Kollegin Hasselmann eine Zwischenfrage stellen? Die Kollegin Hasselmann kann gerne eine. Das ist aber schon früh, Frau Kollegin. Ich habe jetzt gerade erst. Vielen Dank, Herr Präsident, und vielen Dank auch, Herr Brinkhaus, dass Sie meine frühzeitige Zwischenfrage zulassen. Da ja jetzt gerade bei Ihren Ausführungen Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen geklatscht haben, ja, wenn es darum geht, zu kritisieren oder nochmals ins rechte Maß zu rücken, wer eigentlich gewählte Vertreterinnen und Vertreter sind, sowohl in der Kammer des Bundesrates als auch in dieser Kammer, nämlich dem Bundestag, dem Parlament, und die Einordnung ihrerseits erfolgt ist, was die Ministerpräsidentenkonferenz ist und was daraus inzwischen in der Entwicklung geworden ist. Nämlich, wir tun ja öffentlich so, als wäre das inzwischen eine dritte Kammer. Wenn man den Ausführungen, nicht Ausschreitungen, von Herrn Schäuble gefolgt ist, dann bat er ja am Ende, dass wir doch als Parlament bitte nichts mehr ändern. Weil das verkompliziert ja den Vorgang. Meine Damen und Herren von der Großen Koalition, und deshalb frage ich Sie, Herr Brinkhaus, ich habe gerade auch geklatscht, aber ich meine, dann müssen Sie das auch ernst nehmen und dann müssen Sie auch dementsprechend handeln als Koalition und als Bundesregierung. Und da sehe ich zwischen der Kritik, die Sie gerade geäußert haben, wo wir ja auch zustimmen, und dem, wie Sie als Bundesregierung und Große Koalition handeln, einen erheblichen Dissens, weil Sie nutzen für jede grundsätzliche Problematik, die wir seit dieser Koalition haben, nutzen Sie die Ministerpräsidentenkonferenz als vorgeschaltetes Gremium, dann gibt es dort eine Problembeschreibung, dann gibt es dort eine Einigung und dann kommt ein Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag und wir sollen am Ende nur noch zustimmen. Ich könnte Ihnen etliche Beispiele nennen, deshalb meine Frage, Reden und Handeln klaffen da weit auseinander. Können wir jetzt damit rechnen, dass Schluss ist mit diesem Prinzip? Frau Kollegin, zwei Anmerkungen. Erstens, ich habe noch keinen Minister kennengelernt, der mehr für die Parlamentsrechte eintritt, als das Wolfgang Schäuble ist. Insofern müssen Sie ja was missverstanden haben. Und die zweite Bemerkung ist, wenn Sie diesen Satz sagen, nutzen Sie die Ministerpräsidentenkonferenz. Ich glaube, die Ministerpräsidentenkonferenz würde sich dagegen verwahren, benutzt zu werden, und erst recht vom Bundestag und von der Bundesregierung. Insofern sind Ihre Anmerkungen da nicht zielführend. Herzlichen Dank. Also, wenn wir mal über das reden, was hier heute überhaupt zu regeln ist. Es geht um 725 Milliarden Euro Steuergelder. Diese Steuergelder werden erstmal aufgeteilt zwischen dem Bund und den 16 Ländern und dann innerhalb der 16 Länder aufgeteilt. Das Verfahren, was sich dazu in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist so kompliziert, dass ich behaupte, das verstehen keine 20 Leute in Deutschland. Und es wäre unsere Aufgabe eigentlich gewesen, dieses Verfahren transparenter zu machen. Wir müssen dieses Verfahren anpacken, weil auch bestimmte gesetzliche Regelungen nicht mehr verlängert werden nach 2019. Und jetzt könnten Sie fragen, Herr Brinkhaus redet jetzt vom Bund und den Ländern, wo bleiben eigentlich die Kommunen? Und damit sind wir beim ersten Irrtum, den sowohl der Kollege Schneider als auch die Kollegin Heiduck aufgesessen sind. Es ist nämlich so, dass die Kommunen Bestandteil der Länder sind. Das heißt, für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen sind die Länder zuständig. Und wenn immer wieder gesagt wird, ja, hier in Berlin wird irgendwas entschieden, was die Kommunen belastet, dann ist das leider richtig. Aber bei diesen Entscheidungen sitzen immer die Bundesländer über dem Bundesrat mit am Tisch. Und es gibt zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren, wenn die Kommunen mit ihren Aufgaben nicht mehr klarkommen.
dass die Kommunen eine angemessene Finanzausstattung kriegen. Das ist die erste Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit, wenn die Länder es nicht schaffen, dann müssen sie hier ein Veto gegen die entsprechenden Gesetze einlegen. Und diese Mischfinanzierung, die Sie immer wieder fordern, Frau Heiduck und Herr Schneider, diese Mischfinanzierung sind Gift für den Föderalismus und sind Gift für die Demokratie, weil am Ende des Tages nämlich die Verantwortung nicht mehr klar ist. Was ist denn jetzt, wenn eine Schule kaputt ist? Wer ist denn dafür verantwortlich? Die Kommune, das Land oder der Bund? Wie soll der Bürger denn die Entscheidung treffen, wenn er die Menschen in eine bestimmte Richtung haben will? Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das Kooperationsverbot ist grundsätzlich richtig und Mischfinanzierungen sind Gift für unsere Demokratie und Gift für unseren Staat. Und deswegen sollten wir uns überlegen, diese Mischfinanzierung zu vermindern und nicht zu erhöhen. Zweiter Irrtum. Es wird ja immer wieder gesagt, der Bund quillt über vor Steuereinnahmen und die Länder und Kommunen haben nicht genug. Ja, wir haben mehr Steuereinnahmen, aber ich weiß nicht, ob das hier jeder im Haus weiß. 1 Euro Einkommensteuer geht nur zu 42,5 Cent an den Bund, zu 57,5 Cent an die Länder und an die Kommunen. Das heißt, wenn wir mehr Steuereinnahmen haben, dann hat natürlich auch die Gemeinschaft der Länder und haben die Kommunen mehr Steuereinnahmen. Und das muss man an dieser Stelle auch mal klar sagen. Und deswegen ist die Verschuldung des Bundes auch höher als die Verschuldung der Länder und Kommunen. Und dementsprechend haben wir auch weniger Spielräume. Und meine Damen und Herren, wir haben aber trotzdem was für die Kommunen gemacht und trotzdem was für die Länder gemacht, weil wir einfach gesehen haben, dass bestimmte Bundesländer es einfach nicht geregelt kriegen und dass das auf Rücken der Bürger gelaufen ist. Und das waren in dieser Legislaturperiode ohne den Ersatz der Kosten für Migration und Flüchtlinge mehr als 80 Milliarden Euro. Grundsicherung im Alter, Kita-Ausbau, Kita-Betriebskosten, BAföG-Übernahme, Investitionszuschüsse und viele, viele andere Dinge. Wir hätten das nicht machen müssen. Wir haben es gemacht, weil die Bundesländer in ihrer Aufgabenerfüllung an der Stelle versagt haben. Meine Damen und Herren, wir haben zwei Pakete beschlossen. Einen noch nicht beschlossen, sondern wir werden sie beschließen. Vielleicht auch mit einigen Änderungen. Ein Finanzpaket und ein Paket mit strukturellen Verbesserungen. Dieses Finanzpaket, und der Bundesfinanzminister hat es erläutert, kostet uns 10 Milliarden Euro. Und meine Damen und Herren, dieses Finanzpaket ist aus mehreren Gründen durchaus kritisch zu beleuchten. Der erste Punkt ist, diese 10 Milliarden Euro tun uns weh. Die wachsen übrigens auf 13 Milliarden und noch mehr. Und die tun uns deswegen weh, weil die finanzielle Situation, die wir momentan haben, nicht immer so bleibt. Wir stehen vor erheblichen Risiken auf der Einnahmenseite, Stichwort wirtschaftliche Entwicklung, aber auch auf der Ausgabenseite. Innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Migration, Stabilisierung der Sozialversicherungssysteme. Und wenn wir so weitermachen, dass wir unser Bundesgeld an die Länder und Kommunen geben, dann haben wir bald keine Handlungsspielräume mehr. Dann können wir keine produktiven Ausgaben mehr tätigen, dann können wir nicht mehr gestalten, sondern sind damit beschäftigt, unser Geld an die Länder und Kommunen weiterzuleiten und Pflichtausgaben zu erfüllen. Und das sollte nicht so sein. Zweiter Kritikpunkt, und das hat Frau Heiduck sehr, sehr gut ausgeführt, vielen Dank dafür, die Entsolidarisierung der Länder. Das heißt, was momentan mit diesem Paket passiert, ist, dass für die unterschiedliche Finanzkraft der Länder zunehmend der Bund verantwortlich ist und nicht mehr die Solidargemeinschaft der Länder. Da mag sich Bayern drüber freuen, da spart ihn 1 Milliarde Euro. Aber Länder wie Berlin werden zum Kostgänger des Bundes. Und ob das mit einem selbstbewussten föderalen System zu vereinbaren ist, das ist eine Frage, die diese Länder selber beantworten müssen. Der dritte Kritikpunkt, der mich dreut, ist, dass um dieses alles möglich zu machen, müssen wir umfangreiche Grundgesetzänderungen vornehmen. Das Grundgesetz war für mich eigentlich immer was Heiliges, was man nur im äußersten Notfall anpackt. Und die Tatsache, dass wir jetzt so mir nichts, dir nichts, um irgendwelchen Bundesländern finanzielle Vorteile zu geben, umfangreich in das Grundgesetz eingreifen, kann uns auch nicht zufriedenstellen, meine Damen und Herren. Und auch darüber müssen wir im Laufe des parlamentarischen Verfahrens reden. Zumindest aber uns die ausreichende Zeit nehmen, diese Grundgesetzänderungen ordentlich zu beraten und das Ganze nicht in einem Schnellverfahren jetzt durchzuziehen. Ganz kurz noch zu dem Strukturpaket. Es geht nicht nur ums Geld, sondern wir wissen alle, wir sind alle Freunde des Föderalismus, dass der Föderalismus knirscht und kracht und dass es Verbesserungen geben muss, nicht nur im Bereich des Fernstraßenbaus, auch im Bereich der Digitalisierung, der Steuerverwaltung. Und deswegen haben wir strukturelle Maßnahmen und Veränderungen auf den Weg gebracht. Da waren die Bundesländer nicht sonderlich begeistert, aber wer 10 Milliarden Euro haben will, muss an anderer Stelle Zugeständnisse machen. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es auch überhaupt nicht akzeptabel, dass der Bundesrat in seiner ersten Stellungnahme das Geld nimmt,
aber die strukturellen Zugeständnisse wieder in Frage stellt. So haben wir nicht gewettet und so wird dieses parlamentarische Verfahren auch nicht laufen, meine Damen und Herren. Das geht so nicht. Und insgesamt gesehen muss man sich den Worten einiger Vorredner anschließen. Wir werden mit diesem Paket über die nächsten Jahre kommen. Die Bundesländer besser als der Bund, das ist überhaupt keine Frage. Aber die grundlegende Frage, wie ein moderner Föderalismus im 21. Jahrhundert in einer europäisierten und globalisierten Welt aussehen muss, die haben wir immer noch nicht beantwortet. Und das müssen wir tun, denn ansonsten wird der Föderalismus mittelfristig scheitern. Danke schön. Gesine Lötsch erhält nun das Wort für die Fraktion Die Linke.